Córdoba. Zur Zeit der Mauren war die Stadt eine wirtschaftliche und kulturelle Weltmetropole. Nach dem Sieg der Christen über die Moslems wurde in die prachtvolle Moschee eine gewaltige Kathedrale hineingebaut. Vom hochaufragenden heutigen Glockenturm rief einst der Muezzin die Gläubigen zum Gebet. Orangenbäume haben im Inneren die Palmen ersetzt. Im Inneren erinnert die Meskita mit ihren Hunderten von Säulen und Bögen an den Palmenwald einer arabischen Oase. Die Kathedrale wurde mitten in das muslimische Gotteshaus hineingebaut. Sie ist Symbol für die Eroberung der Stadt durch die christlichen Truppen. Die Altstadt von Córdoba mit ihrem jüdischen Viertel lädt zum Bummeln ein. Eng stehen die weißen Häuser in den Straßen und spenden Schatten. Auf den Plätzen warten Cafés und kleine Restaurants auf die Urlauber. In einigen der alten Herrenhäuser mit ihren Innenhöfen sind kleine Familienhotels untergebracht.